Hallo und willkommen zurück zu The Planet Crafter. Freue mich, dass ihr wieder da seid. Sehr schön. Ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe mal die blauen Kisten alle weg. Dafür habe ich mal einige Schränke gemacht. Also Alu, Kobalt, Magnesium, Titan, Eisen. Ich habe einen Haufen Eisengold. Silizium und Eis natürlich. Und hier ist so ein Mixer drin. Da habe ich ja die Ressourcen rein, von denen ich eigentlich gar nicht so viel besitze. Und hier gibt es noch eine kleine Naschbox. Da bewahren wir unser Essen auf. Ja, ich weiß, du hast Durst. Wir nehmen mal das und das. Das hauen wir uns rein. Denn wir haben heute ein bisschen was vor. Wir wollen heute die Bohrer setzen, die ich in der letzten Folge schon angekündigt habe. Und zwar hier Bohrer T3. Dafür brauchen wir einen Haufen Alu und Titan. Wir wollen 4 Stück setzen. Jetzt machen wir mal 2. Aluminium. Jetzt muss ich mir das wieder zurechtfinden. Alu hier. Dafür brauchen wir 4. Was habe ich hier gesagt? Alu und Titan. Hier, Titan. Und lass mich raten, wir brauchen danach bestimmt auch Strom oder währenddessen. Magnesium, Silizium. So, warte mal. Magnesium. Kobalt auf jeden Fall. Wir haben schon wieder was Neues gekriegt. Ich muss gleich mal gucken. Silizium. Gerade nochmal schauen. Hier, was ist denn das? Fortgeschrittene Herstellungsstation. Ach du Scheiße. Wir haben übrigens jetzt auch die Grow Box T3. Also es geht langsam aber sicher hier voran. Und die Schränke waren echt Pflicht. Einmal Kobalt und nochmal Alu. Kobalt, Kobalt, wo bist du? Kobalt ist hier und Alu auch. Zack, zack. So. Dann setzen wir nämlich zuerst noch... Was ist denn hier los? Bock geschenkt, ne? Mensch, hier liegt der Zeug rum. Es gab nämlich zwischendrin wieder Meteoriten, die hier alles kaputt gemacht haben, sozusagen. Ich würde den gerne daneben dran platzieren. So. Das sieht doch cool aus. Ich habe unser Funksignal übrigens auch mal umgefärbt in Rot. Man kann oben zur Antenne gehen und einfach die Farbe ändern. Auch sehr, sehr schön. Bin natürlich am Überlegen, wenn der Sonnenpark hier ist, also unser Strompark, dann würde ich die Bohrer mal anfangen, ein bisschen weiter wegzusetzen, oder? Was meint ihr? Okay. Was ist das für ein Trümmer? Alter, das Ding sieht ja mal richtig cool aus. Also, schick sind die Sachen hier ja schon. Das muss man echt mal sagen, oder? Also, mir gefallen die Sachen echt gut. Komm, wir machen noch so einen. Da fehlt uns jetzt Eisen. Was kriegen wir denn, wenn wir die hier abbauen? So, kriegen wir noch ein bisschen Eisen? Jo. Krasse Teile, ey. Echt abgefahren, oder? Echt abgefahren, die Dinge. Kann ich noch einmal? Nee, jetzt fehlt uns Eisen und Alu. Was? Was produzieren die denn, die Dinge? Sieht man das links? Doch. Da steht's. Boah, leck, die brauchen 8,5 Energie. Wir müssen mal auf unser... auf unseren Strommonitor gucken. Strom, das war hier, ne? So, lass uns mal gucken. 28 noch... locker. So, was habe ich hier gesagt, fehlt? Einen würde ich noch gern machen. Oder zwei noch. Eisen und Alu. Eisen. Jetzt muss ich mal nochmal schnell reingucken. Das heißt, 4 Titan und 4 Alu.
4 Titanen habe ich, das heißt, es fehlt Alu. Dann nehmen wir nochmal 1, 2, 3, 4. Dann können wir noch 2 Stück aufstellen. Und dann müsste es echt vorangehen, ne? Ich bin hin und weg von der Optik. Die Dinger sind ja richtig hübsch. Cool. So, jetzt schauen wir mal, wie wir den noch dazu platzieren können. Ja, ich würde sagen, die arbeiten zusammen, ja? Der nicht ganz, aber... Oh ne. Es ist wieder Meteoritenzeit. Ach. Kann ich ja nicht leiden, die Dinger, ne? Boah, die kann ich ja nicht leiden, ne? Vor allen Dingen, die sind auch immer so extrem laut, die Dinger, ne? Wahnsinn, ey. Da ist so, finde ich, die Balance noch nicht ganz... Boah. Da ist die Balance zwischen Spiellautstärke und diesem Ereignis ist noch nicht so ganz gut ausbalanciert. Ich versuch's mal noch ein bisschen zu regeln. Na gut, so. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier. Wir haben jetzt die Bohrer gebaut und wir wollten jetzt mal gucken. Ich wollte hier mal gucken. Wo stehen wir denn hier? Wärme war nämlich das, was bisher noch am wenigsten war. Und es gibt jetzt gerade richtig Gas. Das heißt, Sauerstoff wäre eigentlich ein Thema, ne? Damit wir gleichmäßig hochkommen. Wir gucken mal, was kostet hier so ein Ding? Silizium, Magnesium und Alu. Wie viel von was, habe ich ja natürlich wieder nicht gemerkt. Sili 2. Sili? Magnesium. Alu und eine Flasche Wasser, ne? Glaube ich. Wasser. Ich will nicht mal gucken. Die Dinger kann man draußen platzieren. Wie cool. Nee, wir können anfangen jetzt hier so Hydrofarmen, ne? So ein bisschen. Ja, wie cool. Warte mal, ich hol mal eine Blume. Eine Blume, was nehmen wir denn hier? So was Schönes, da. Nee, was bringt denn hier wie viel? Sieht man das? Sauerstoffmultiplikator. Na, da sind die Dinger ja hier am besten, ne? Bei den anderen steht gar kein Multiplikator dabei. Jetzt schauen wir nochmal auf unsere schlaue Tafel. Ja, ja, jetzt geht's hier los, ne? Luftdruck geht nämlich ab. Ah, Luftdruck war das Thema, nicht Wärme. Guck mal, da, die holen jetzt, das holt jetzt auf. Spitze. So, erst uns mal gucken. Es gab doch noch... Hier so eine Antenne wäre nice. Das Ding ist ja auch krass, ne? Ach, dabei fällt mir ein. Ich habe übrigens noch was gefunden, während ich gefarmt habe. Wo habe ich denn das hin? Hier, glaube ich, ne? Jo, da habe ich nämlich einen Chip entdeckt. Würde ich sagen, den lesen wir fix mal ein. Abbaugeschwindigkeit T2. Lass mich gucken. Dafür brauchen wir T1. Silizium um Superlegierung. Sili. Sili wie ist hier, ne? Sili und Superlegierung war hier, ne?
Jo. Was motzt er schon wieder? So. Heizung T3, auch nice. Hier Abbaugeschwindigkeit 20%. Achso, vielleicht sollten wir auch unser Chip rausnehmen. Ich habe gehört, das hilft. Ja, zack. Und so schon sind wir da wieder eins fortschrittlicher. Ich habe noch einmal Kobalt in der Tasche. So, das kann raus. Mein Vorschlag wäre nämlich, jetzt haben wir die Bohrer gesetzt. Wir haben so einen neuen Pflanzenpott. Das ist ja echt cool. Ich hätte auch gern mal neue Wohncontainer. Vielleicht sollten wir uns wirklich diesen fortgeschrittenen Herstellungs... die fortgeschrittene Herstellungsstation machen. Da sind zwar die Alu-Vorräte fast wieder aufgebraucht. Aber ist egal. Eis drauf. Titan. Was war's? Titan, Magnesium und Sili. Magnesi und Sili. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Was? Wie groß ist denn das Ding? Oh nee, das... Oh, was? Oh Mist. Wo soll ich denn den noch hinstellen? Oh nee, ich muss schon wieder anbauen, ne? Den könnten wir vielleicht mal... Aber immer nach oben laufen ist halt auch Mist, ne? Kann man den hier noch irgendwo mit rein... Nee, den kann ich nirgendwo so reinbascheln, ne? Tja... Wir können den mal provisorisch da hinstellen. Oh, was? Wie viel Strom säuft denn das Ding bitte? Wir brauchen schon wieder Alu. Ach cool, dass aber die Schränke wenigstens weiter leuchten. Einmal Alu. Kobalt 2 Stück. Magnesium, Sili und Eisen. Habe ich jetzt eins genommen? Ja. Magnesium, Sili, Eisen. Das ist ja übel. Also wir können natürlich noch den anderen, das andere Herstellungsgerät natürlich noch zerlegen, das, also das Vormodell sozusagen, aber die Stromersparnis ist nicht so groß. Oh yes, aber hier auf Stoß, wa? Ist der Strom wieder da? Ja. So, warte, dann können wir doch das Ding hier platt machen. Was gab's? Naja, das war ja überschaubar. So. Nein! Ach, ich depp. Da denkt man manchmal nicht dran. Ah, das ist immer so ärgerlich. So. Jetzt aber. Was gibt's denn hier Feines? Hier gibt's auf jeden Fall einen besseren Tank. Oh, dafür braucht man dreimal Superlegierung, okay. Einen besseren Rucksack braucht man auch dreimal Superlegierung. Einen Uranstab. Okay. Ach, guck mal, man kann Superlegierungen selber herstellen. Das ist ja cool. Raketentriebwerk. Oh, was? Ein Jetpack? Ja, coole Sachen. Aber ich kann hier gar nicht die anderen Sachen herstellen, ne? Fällt mir gerade so auf. Braucht man die dann nicht mehr? Das ist eine gute Frage, ne? Das heißt eigentlich... Ach du Scheiße, warte, dann stellen wir den wieder dahin. Strom hat ja gelangt, ne? Weil guck mal, hier hast du ja noch den anderen Killefit, aber... Eigentlich haben wir ja hier schon alles, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob die nächsten... Weil T3-Schuhe müssten ja dann auch in dem Herstellungsgerät sein. Weil hier drüben ist ja nur T4 gewesen, ne? Ja, T4, T4.
Was natürlich bös geil wäre, wäre der Sauerstofftank, ne? Dafür brauchen wir den Sauerstofftank 3, den haben wir ja. So, die Frage, haben wir so viel Legierung? Was brauche ich? Dreimal Superlegierung. Oh je. Nein! Scheiße. Da fehlt uns einmal Superlegierung. Okay. Ja, führt ja kein Weg dran vorbei. Wir müssen Ressourcen holen. Und ich würde sagen, ich nehme mal zwei so eins mit. Wir naschen hier nochmal an der Box. Ich würde natürlich auch gern mehr Kürbis anpflanzen. Was? Kernreaktor? Okay. Jetzt wird's haarig hier. Wasser wollte ich trinken. So. Dann würde ich sagen, wir zuppeln mal los. Lass mich kurz noch eins gucken. Eisen, Titan, Silizium. Also dreimal Eisen, zweimal Titan und einmal Silizium will ich mal auf Tasche haben. Damit wir uns so eine Box zur Not machen können. Hier, Magnesium. Wo wir schnell Sauerstoff auffüllen können. Wobei, ich habe drei Flaschen dabei. Eigentlich müsste es ja auch lang, ne? Ich bin nämlich super neugierig. Lass uns mal da zu diesen Sandfällen gehen oder was das da sind. Sieht aus wie ein Wasserfall, ist aber eher ein Sandfall, ne? Da habe ich nämlich auch schon eine Box stehen. Das war so Plan, mal mit euch dahin zu latschen. Und wir schauen nochmal rein, was es da gibt. Vielleicht gibt es da was Cooles. Brennstäbe, okay. Boah, ist aber eine geile Höhle, oder? Wow. Was bist du? Silizium. Ganz der Behalten. Was haben wir hier? Titan. Mhm. Alu wäre super. Magnesium. Hm. Boah, aber cool ist es hier auf jeden Fall. Sieht ja geil aus. Hat sich so oder so schon gelohnt, hierher zu kommen. Oh, was sehe ich da? Alu. Was haben wir da? Iridium. Könnt ihr auch nochmal mitnehmen, oder? Ah, hier gibt es also Alu. Gut zu wissen. Aber Alu geht auf jeden Fall aus, ne? Das ist klar. Was ist das da hinten? Eis. Sieht einfach so anders aus, gell? Was ist denn das hier für eine Brücke? Was ist das? Magnesium. Hm, langweilig. Was gibt's da oben? Eine Brücke gibt's ja. Ah ja. Ach geil, guck mal, da gibt's eine Kiste. Ja, oh geil, was ist das? Bohnensamen. Kürbis nochmal. Oh, auch sehr gut. Bohnensamen. Steht was dabei? Nee, Weltraumbohnensamen. Na, da bin ich mal gespannt, wie die schmecken, ne? Aluminium. Wir hätten gerne noch ein bisschen Aluminium. Iridium. Komm, ich nehme auch noch ein bisschen Iridium mit. Sieht geil aus, wie das leuchtet, ne? Gibt es eigentlich Fallschaden? Das hatte ich schon mal gefragt, ne? Nö. Scheinbar nicht. Da waren wir schon. Lass uns mal hier durch den Canyon latschen. War es das hier etwa schon? Was haben wir da noch? Och, bitte Aluminium. Ja. Wir brauchen Legierung. Unbedingt brauche ich Legierung. Ich will auf jeden Fall die bessere Sauerstoffflasche haben. Die ist ja super geil. Hoffe ich zumindest. Also gehe ich mal von aus. Oh, was ist hier los? Hier schmilzt was. Ah ja. Das müssen wir ein bisschen im Blick behalten, weil hier öffnet sich ja dann neue Gänge. Na, hier oben noch irgendwas? Nee. Biodom. Was? Oh, was? Perfekt. Oh, was? Guck mal. Wie geil ist das denn? Das Ding hätte ich gerne. Oh nein, für alles brauchen wir Legierung. Wir müssten mal gucken, wie man Legierung. Ich muss mir mal das Rezept nochmal angucken für Legierung zum Herstellen.
Dann machen wir uns einfach ein bisschen Legierung, wenn wir keine finden. Weil theoretisch müssen wir erst ein Raumschiff suchen, ne? Weil da gibt es meistens Legierung. Und da wäre eigentlich natürlich ein besserer Rucksack wieder Nummer eigentlich. Oh, hier nochmal Alu, danke. Was ist das? Silizium. Ganz dwal. Dann. Gibt es hier oben noch was Feines? Eine Kiste? Nee. Jetpack. Auch geil, gell? Habe ich auch Bock drauf. Cool ist, man könnte solche Dinger ja so auch als Schleusen nehmen, indem man auf jeder Seite eine Tür macht. Dann kannst du da mal durchlaufen, dann kannst du schnell mal deinen Sauerstoff auffüllen. Dann kannst du weiterlaufen. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Vielleicht auch so als Zwischenlager, wo man ein paar Materialien, wenn ich sie farme, einfach mal zwischenlager. Ach, zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, bin ich aber schon mal sehr froh über die Schuhe, ne? Also über die Geschwindigkeit der Schuhe. Was haben wir da? T2, 35, also 30% ist schon geil, gell? Finde ich. Ein Biodom. Ja, mega gut. Oh, da habe ich ja Bock drauf, ne? So richtig. So. Schauen wir mal kurz hier. Schauen wir mal. Ist hier zufällig was fertig? Na, ciao. Wir pflanzen hier mal die Bohnen an. Komm, dann schmeißen wir das hier gleich in die Naschkiste. Von denen sollten wir auch noch ein paar machen, ne? So, lass uns aber mal erst hier mix it. Nein, ich will es nicht umbenennen, ich will was ablegen. Hier, mix it, mix it. Ein bisschen Eisen. Ah, ein Eisen. So, was habe ich hier noch? Magnesium und Alu. Ein Haufen Alu. So, Alu, Kobalt können wir rausmachen. Und hier schmeißen wir... Nein. So, lass uns mal schnell schauen. Eisen, Magnesium, Kobalt, Silizium, Titan und Alu. Also von jedem eins. Wir machen uns mal Legierung. Damit wir uns die bessere Sauerstoffflasche machen können, ne? Ich glaube, das war's, oder? So. Ach nein, wie nice. Jetzt haben wir hier drei Stück. Jetzt hat er auch gleich gucken können, was hier die Flasche noch kostet. Ein Kobalt. Oh, das haben wir. Und unsere Flasche natürlich. $370. Wow. Ja, die war wirklich Pflicht, oder? Die Flasche war jetzt wirklich Pflicht. Biodom. Ja, so ein Biodom will ich natürlich, ne? Das, oh nee, nochmal dreimal Legierung, ich kotze. Scheiße. Okay, warte. Dreimal Sili. Dreimal Eisen. Ich meine, dafür farmt man ja den Scheiß schlussendlich. Ja, alles, ne? Muss man ja auch mal so sehen. So, wir brauchen dreimal Kobalt, dreimal Alu. War es Magnesium oder Titan? Ich glaube Titan, oder? Scheiße. Gedächtnis wie ein Sieb. Ah, nee, fast. Oh, Magnesium fehlt noch. Und dreimal Magnesium. So. Das haben wir mal umgewandelt. Kobalt, Aluminium, Titan. Haben wir alles. Kobalt, Aluminium. Achso, da war ich ja nicht gut. Hier. Und zweimal Titan. Achso, uns fehlen noch die Samen. Habe ich davon welche? Jo. Das ist bestimmt was, was man draußen platzieren kann, hoffe ich. Ach du Scheiße, ist das denn geil. Aber wo ist denn da vorne? Das ist der Eingang, hä? Ach, die Dinger können auch schweben, oder was? Sieht ja cool aus, oder? Oh Gott. Warum ist denn das so riesig?
Boah. Da machen wir aber was anderes vorweg. Warte mal, was kosten hier so ein Ding? Eisen. Ach Gott, jetzt wird es hier wieder kompliziert. Das lassen wir mal im Sack da. Warte mal. Eisen, Titan, Silizium. Silizium, Eisen. Und wir brauchen Titan. So. Dann haben wir eine Tür. Dann brauche ich hier so ein Wohnabteil. Was ist jetzt schon wieder? Wasserniedrig. Okay. Ich will mir hier so zwei Wohnabteile machen. Das heißt, ich brauche nochmal zweimal viermal Eisen. Ah, das passt zum Beispiel gar nicht. Viermal Eisen und auch wiederum Titan. Also, warte. Ich weiß zwar nicht, ob das passen wird hier. Aber wir probieren es einfach mal. Kann man ja zum Glück wieder wegmachen. So, lass uns mal das Ding dahin machen. Weil eigentlich würde ich gerne so einen Durchgang machen. So einen verglasten. Ah, das passt da nicht hin, ne? Scheiße. Das passt da nicht hin. Auf die andere Seite passt es auch nicht, ne? Nee. Das geht aber theoretisch. Aber will ich das Ding schwebend haben? Sieht ja komisch aus, oder? Ja, das sieht komisch aus, wenn das Ding fliegt. Das Einzige, was man natürlich theoretisch machen könnte. Aber das sieht auch komisch aus, oder? Nee, das will ich nicht. Ich finde, bei der Blaupause sieht man ein bisschen schlecht, wo vorne und wo hinten ist manchmal, ne? Da könnte es theoretisch hin. Wir gucken mal kurz, wie das ausschaut. Boah, ist das cool, das Ding, oder? Nee, das sieht aber scheiße aus. Könnte man das hinstellen, ne? Ist ja abgefahren, das Ding, oder? Jo, ist echt abgefahren. Wir lassen das jetzt mal da stehen. Wir müssen uns das unbedingt jetzt mal von drin angucken. Ist das Ding... Boah! Also das Spiel macht mich fertig, ne? Das Spiel macht mich echt fertig, weil das so schön ist. Jo, ich würde sagen, mit diesen Worten, es ist unheimlich schön, verabschiede ich mich bei euch und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also mir macht das Spiel so viel Spaß. Ich freue mich noch auf, was noch alles kommt. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit, bis gleich, ciao.